Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Icarus. Beta-Wochenende Nummer 6 steht in den Startlöchern und es gab einen kompletten Wipe, weil das Spiel immer mehr zum Spiel wird. Es kommen immer mehr Elemente rein, dass die LXS-Version irgendwann mal beinhalten soll. Und somit sind die Charaktere zurückgesetzt. Außerdem geht das Beta-Wochenende nur vom 6. bis zum 7. November und heute haben wir den 7. November. Das heißt, ich konnte den Samstag leider nicht aufnehmen. Deswegen weiß ich nicht, wie viel wir von den Neuerungen sehen werden, aber wir werden uns ein paar Sachen angucken. Wir gehen mal auf Spielen und müssen einen neuen Charakter erstellen. Das machen wir jetzt ganz schnell. Wir machen den jungen Mann hier, was ist das, Blautöne, Orangetöne. Irgendwas ist auch egal. Oder wir machen mal einen Hell, komm. Dann können wir noch die Stimme wählen. Da gibt es eh nur männlich und weiblich. Dann können wir den Kopf ändern. Ich glaube, das war der schon, oder? Da gab es, ich glaube, der vorletzte, der hier war das. Der Fünfer, den hatte ich immer. Narben hat er keine, Gesichtsbehaarung. Naja, so ein Drei-Tage-Bart würde ich es mal nennen. Tätowierung braucht er nicht und er hat die Augenfarbe in Grün. So, grüne Augen, Hautfarbe passt. Logo kann man auf die Stirn noch machen. Ah, da gibt es jetzt auch neue. Guck mal an. Natürlich relativ unwichtig, was hier dazu kommt. Aber wir nehmen das Icarus-Zeichen und die Mütze mit dem Doppelmikrofon. So machen wir das. Alles klar. Wie soll er heißen? Das ist der Hirnsturz. Und wir können jetzt landen. Das ist auch neu, dass man hier die Schürfgebiete betreten kann. Es steht auch bei Join a Session. Also man kann im Spiel beitreten. Das ging vorher schon. Das ist jetzt nichts Besonderes. Allerdings sind halt komplett die Talente zurückgesetzt. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind ein neuer Prospekt, dann haben wir einmal das Recon Level 0. Ne, hier unten. Das ist praktisch für neue Spieler gedacht. Und hier gibt es eine Mission. Problem ist jetzt, ich habe überhaupt kein Level. Das heißt, wir müssen irgendwie von vorne beginnen. Ich habe aber auch keine Lust, hier komplett vom neuen in diesem alten Gebiet zu starten, sondern ich würde direkt diese neue Scan-Mission machen. Welcome back. Lagos Unit runs Icarus for the UDA. But most of this planet's still a blank on the map. The unit wants new drop zones, which means getting terrain scans. And they'll pay for the privilege. Just set up a radar at 3 locations and come back alive. You up for it? So, also es geht darum, wir müssen die Umgebung scannen, den Terrain scannen, Terrain, und dazu müssen wir 3 Zonen scannen. Dadurch, da haben wir Scanner bekommen, das sind verschiedene Aufgaben und die gehen halt immer weiter. Wir werden jetzt dieses Schiffgebiet mal beanspruchen und werden hier auch landen. Das ist zwar jetzt ein bisschen schwieriger, als wenn wir uns vorbereiten könnten mit ein paar Punkten, aber wir haben keine andere Chance. Also es ist halt ein bisschen blöd, dass der Wipe kam. Aber auch nochmal, um es ganz deutlich zu machen, das lese ich auch immer wieder in den Kommentaren. Das hier ist eine Beta. Hier wird ausprobiert, wie das Spiel funktioniert. Hier werden Mechaniken ausprobiert. Es wird, wie viel man von Ressourcen braucht und. Das Spiel ist noch nicht im Early Access. Das soll erst Anfang Dezember passieren. Und deswegen ist es mir ein bisschen schwierig. Also ich greife hier nicht irgendwie später im Gameplay vor. Ich probiere halt aus. Und ihr seid mit dabei. Deswegen, manchmal steht das so, oh, ist ja nervig, immer wieder neu zu starten. Für ein Let's Play ist es nervig, gebe ich euch absolut recht, aber die Entwickler wollen halt verschiedene Mechaniken ausprobieren. Und es hat sich jetzt auch so viel getan im Skilltree, dass es verständlich ist, dass man neu starten muss. Also da sind halt so viele neue Sachen dazugekommen. Man hat jetzt zum Beispiel direkt von Anfang an hat man eine Spitzhacke und solche Sachen, in die man am Anfang noch Punkte investieren musste. Und das hat sich geändert. Also das ist wirklich neu geworden. Was sich nicht geändert hat, sind die Ladezeiten. Aber die habe ich jetzt eleganterweise überlabert. Und wir landen auf dem Planeten in gewohnter Manier. Da geht's runter. So, wir sind im Landeanflug. Das kennen wir ja alles schon. Da geht der Booster los und wir landen jetzt gleich hier unten. Sehr schön, da sind wir angekommen. Icarus ain't always gonna be so empty. The UDA wants exotics and the Lagos units under pressure to scale operations up. Which means they need terrain data and a heap of
So grab the radar from the supply crate. The unit wants scans from 3 locations on your map. You'll be heading into uncharted territory, but that's exactly why we need the data. Think you can handle it? Well, either way, it's too late now. Good luck. Vielen Dank, wünsche mir Glück. Wir sind jetzt in einem Gebiet abgeworfen worden, in dem es jetzt auch Kartenteile gibt, wie ihr seht. Also wir sehen jetzt, wo wir uns gerade befinden. Und das ist auch der Punkt. Er sagt, wir sind in einem Gebiet abgeworfen worden, was halt noch unbekannt ist. Und da ist umso wichtiger, erstmal das Gebiet zu scannen und zu gucken, wo wir uns hier überhaupt befinden. Und deswegen sammeln wir jetzt hier fleißig erstmal Startressourcen. Und ich glaube, ich werde es erstmal mit dem Speer probieren. Kann mir immer wieder als Tipp machen, Speer. Da heulen schon die Wölfe. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier die Sachen bekommen. Ich hoffe, hier ist kein Wolf. Ich bleibe mal in der Hocke. Wir werden uns jetzt erstmal... Nehmen wir mal erstmal die Spitzhacke. Genau, das ist wichtiger. Um an Stein zu kommen. Das ist nämlich der Fehler, den man am Anfang gerne gemacht hat. Immer erstmal Stein abbauen. Ja, ein bisschen schade, weil ich denke halt, bis wir jetzt auf ein Level kommen, in dem wir zum Beispiel Stein bauen können, das dauert natürlich Ewigkeiten. Wenn ich überlege, in den ersten Versionen habe ich mich da vorbereitet. Man hätte jetzt wahrscheinlich erstmal diese erste Mission machen müssen, um halt in Ruhe erstmal sich aufzubauen. Aber da ich was ja von der neuen Version sehen will, starte ich jetzt halt hier als Noob. Könnte uns ein paar Tode bedeuten, aber ich hoffe, dass wir es trotzdem einigermaßen hinkriegen. Hier drüben auf der Insel könnte man bauen, ne? Wir könnten uns hier auf die Ecke bauen. Dann hätten wir zumindest die vermeintlichen Gegner kanalisiert. Ich besorge mir mal gerade Sauerstoff da drüben. Damit ich hier nicht ersticke. Beziehungsweise ist ja giftige Atmosphäre. Das heißt, der Sauerstoff ist ja eher dazu da, dass wir wahrscheinlich das hier überhaupt atmen können. Ah, wir sind hochgestuft. Hey. Das erste Level ist da. Wir gucken mal. Wir können ja mal direkt auf mehr Ausdauer gehen. Das war Gesundheit. Hier, Ausdauer. Das ist wichtig. Und im Technikbaum haben wir auch 3 Punkte bekommen. Wir haben derzeit schon diese Grundelemente. Das ist halt auch neu. Der Talentbaum ist so ein bisschen überarbeitet worden. Und ich würde jetzt auf jeden Fall das Lagerfeuer freischalten. Den Holzspeer. Und das Messer. Dann können wir nämlich zumindest schon mal was jagen. Und sind nicht völlig wehrlos. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich es jetzt hinkriege. Ich glaube nicht, dass ich dieses Mal so viele Folgen machen kann, dass wir bis zum nächsten Beta-Wochenende durchhalten. Bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt noch ein Beta-Wochenende gibt. Also ob jetzt noch eins angedacht ist, aber ich glaube, es war noch eins angedacht. Wir machen uns direkt mal einen Holzspeer, ein Messer und eine Axt. Da haben wir schon mal die Grundwerkzeuge, haben wir schon mal. Oh, man konnte ihn komplett abbauen. Das ist aber auch irgendwie ungewöhnlich zuverlässig jetzt gewesen. Hadi, warte. Oh, nicht ins Wasser. Mist. Nicht tauchen. Man wird direkt gewaschen. So. Hase ist filetiert. So, prinzipiell müssen wir jetzt nur so weit schaffen, dass wir uns verteidigen können gegen die Wölfe. Weil ihr hört schon im Hintergrund heulen die Prädatoren. AKA Wölfe. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir uns hier so eine ganz kleine Hütte hin. Könntest du auch in so einen Felsen hauen, oder? Müsste doch gehen. Mecker halt. Machen wir doch das mal. Das hatten auch verschiedene von euch geschrieben, dass sie sich in Felsen reingebaut hatten, um gerade die ersten Stürme zu überleben. Und ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Kriegen wir gleichzeitig Stein. Wo machen wir das?
Die Kiste steht hier drüben irgendwo, wa? Ich stand hier vorne am Ufer. Da steht sie. Wir machen doch hier so einen Eingang. Hier ist relativ gerade. Können wir uns hier reinballern. Ich würde sagen, ich schlage mich mal so ein bisschen in den Felsen. Ah, geht nicht. Kann man nicht aufschlagen. Okay, vergesst es. Ich schlage mich nicht in den Felsen. Da müssen wir uns doch was bauen. Dann hacke ich mal ein bisschen Bäume, ein bisschen Ressourcen und dann fangen wir an, hier so eine kleine Überlebenshütte zu bauen. Und dann kriege ich auch ein paar Punkte. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich so ein bisschen Vorbereitung getroffen habe. Dass wir nicht völlig mit Null dastehen, ne? Und wie man Holz hackt und Ressourcen sammelt und das erste Lagerfeuer baut, das habt ihr alles in den Folgen davor schon gesehen. Und wenn ihr jetzt zu dieser Folge erst eingeschaltet habt, dann guckt euch ruhig mal die davor an. Ich denke, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Also, bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 10.16 Uhr, Tag 2. Ich habe die Nacht gefarmt. Ich habe fast die komplette Insel hier umgekloppt. Da hinten liegt auch noch Holz. Ich habe es teilweise hier gestapelt und ich habe mit Wölfen gekämpft, mit dem Messer. Geht sehr, sehr gut. Selbst Level 14 Wölfe und so weiter waren kein Problem. Somit konnte ich mir einen Schlafsack herstellen. Da hatte ich eigentlich ein bisschen wenig Platz im Inventar. Ich würde sagen, wir machen uns mal ganz kurz eine Kiste. Dazu brauchen wir ein bisschen Holz. Das liegt hier aber irgendwo rum. Mir fällt aber gerade auf, dass ich überhaupt keinen Platz habe. Warte mal. Ich war nämlich eben noch ein bisschen am Farmen. Und irgendwo hier im Gestrüpp liegt auch noch ein Kadaver vom Wolf rum. Mal gucken, ob wir den noch finden. Ich habe den in der Nacht killen müssen. Und ich glaube, hier despawnt das Holz. Ich habe nämlich lediglich die Bäume geklopft, weil immer ein Abschnitt zu zerklopfen bringt... Yo, das Holz despawnt, alles klar. Den Abschnitt zu zerklopfen von dem Holz bringt die 100 XP, die man bekommt. Somit habe ich mich hier auf Level 5 hochgearbeitet. Und wir können ja mal durchscalen, bevor wir jetzt aus irgendeinem komischen Grund sterben. Und zwar machen wir hier das hier, den Boden, die Wand, das Dach und eine Tür. Dann haben wir keine Punkte mehr, wir haben alles über, um, doch, hier liegen noch ein paar Baumstämme, man darf es noch nicht komplett kaputt schlagen. Wir haben alles über, um eine Hütte zu bauen. So, jetzt bauen wir uns aber erstmal eine Kiste, die zwar nur so lange hält, wie wir Platz haben. Geht immer noch nicht. Moment, das Holzstab doch hier. Genau, wir müssen aber mal irgendwas abwerfen. Das hier. Und eine Kiste. So, die stellen wir jetzt hier hin. Neben die zerstört. Es kam nämlich ein Sturm. Und dann machen wir hier so Sachen rein wie Fasern, Stöckchen. Einfach mal erst das Inventar leer kriegen. Das wäre eine gute Nummer. So, haben wir ein bisschen Platz. Das sollte erstmal reichen. So, ich würde sagen, wir machen hier drauf, machen wir unser Haus. Hier ist schön frei. Hier habe ich noch ein Feuer stehen. Das ist, genau, das ist ein Feuer, was ich zusätzlich als Licht aufgestellt hatte in der Nacht. Aber wir haben keinen Platz. Natürlich haben wir keinen Platz. Was? Moment. Ach nee, da war noch Holz drin. Das war das. Beziehungsweise Kohle. So, jetzt haben wir Platz. So, dann bauen wir mal 4 Holzböden. Wir machen 2x2 Haus. Oder machen wir direkt ein 3x2? Wir machen 3x2. Komm, wir haben genügend Material. Dazu müssen wir uns hier so einen Holzstapel nehmen. Zack. Und machen hier 6 von den Bodenplatten. Dann machen wir erstmal ein Fundament. Und ich würde sagen, das spitzen wir auch anständig ab, damit es nicht so leicht kaputt geht. Und hier machen wir dann so einen Übergang rüber. Sagen wir, nehmen hier den höchsten Punkt. Vielleicht hier so hin. Ja. Oh, den können wir noch entfernen, damit es hübsch aussieht. Und dann machen wir auch den Eingang hier vorne hin, hätte ich gesagt. Wir machen hier so einen Steg, den können wir ja vielleicht sogar bis darüber machen. Mal gucken. Dann brauchen wir 3, 6, 10 Wände. Oh, dann wieder Holz. 6 Wände können wir schon mal herstellen. Machen wir jetzt Stück für Stück. Und wir müssen vor allem hier diesen Waldbrandausklopfer müssen wir bauen. Das wird essentiell wichtig, weil bis wir zu Stein kommen, das dauert hundertprozentig noch.
So, hier soll ein Eingang rein. Bauen wir hier die Tür. Machen wir links und rechts ein Fenster. Allein wegen der Optik können wir es machen. Da müssen wir aber Fensterläden machen. Da haben wir noch keinen. Nee, machen wir nicht. Da haben wir noch nicht das, den Punkt zu. Ich habe jetzt ja alle Punkte verbraucht. Dann nehmen wir uns hier noch einen Stapel und machen noch 4 Wände. So, dann machen wir 4. Haben wir noch mehr Holz. Noch hier für den Poles. Jetzt habe ich 4 Böden gemacht. Mann, Minjas. Konzentration. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Tür, bevor wir die vergessen. Können wir die schon mal einsetzen? Guten Tag. Sehr schön. So, Säulen hatte ich hergestellt. Einmal. Zweimal. Ich glaube, wir brauchen es nicht unbedingt, aber zur Sicherheit sollten wir die machen. 2, 4, nochmal 6. Ich will nur, dass das Haus einigermaßen stabil steht. So, dann haben wir das auf jeden Fall auf gutem Fundament stehen. Und dann würde ich sagen, machen wir langfristig einen Steg hier drüber. Damit, wenn wir verfolgt werden, dass wir denn die Viecher, die kommen, kanalisieren können. Und die Wände können wir immer noch umtauschen. Ne? So, dann brauchen wir 6 Dächer. Wo sind die Dächer? Da. Da brauchen wir ganz viel Holz. Siehst du mal, da wird das dieser riesige Holzvorrat ganz schnell obsolet. Und dann können wir auch ein Dach verwenden als Rampe hier rein, würde ich sagen, oder? Hä? Das ist neu. Wie baut man denn jetzt Dächer? Ist das überhaupt richtig? Sieht so aus. Ich trottel, wieso hat er denn ein Dach angezeigt, wenn ich die Bandage ausgewählt habe? Ich dachte, da wäre eine neue Baumethode drin. Hä, das war die Bandage? Merkwürdig. So, 4 von denen. Wahrscheinlich kommt jetzt direkt der Sturm. Komisch, ich sehe das Dach angezeigt, aber es ist eine Bandage, die ich ausgewählt hatte. Deswegen war ich irritiert. Merkwürdig. Nee, das ist falsch. Dann bist du das. Ja. Sehr schön. So. Machen wir direkt mal unseren Spawnpunkt. Wenn man die Tür reinkommt, hier so. Erscheinungspunkt festlegen. Endlich erscheinen wir. So, dann bauen wir mal mehrere Kisten, würde ich sagen. Auch noch ein bisschen Holz. Hat sich gelohnt, so ein bisschen zu farmen. Ah, die Kante stört gar nicht mehr. Das haben sie gefixt. Guck mal, hier ist eine Kante. Da rennst du direkt rein. Das ist natürlich praktisch. Das war auch in den ersten Versionen, war das auch immer ein bisschen problematisch. So, da können wir was hinstellen. Wo machen wir die Kisten hin? Ich mache es jetzt erstmal hier hin. Wir machen eine Kiste neben den Kopf. Wobei, da muss das Sauerstoffgerät hin. Wobei, das können wir auch davor stellen. Dann mache ich das hier so mal nebenbei. Kann man die eigentlich auch stapeln? Das habe ich nie probiert. Jo, kann man. Nimmt das nicht ganz so viel Platz weg wie diese Langkisten. Aber im Moment müssen wir jeden Punkt uns sparen.
Wann kommen eigentlich die Standfackeln? Ist hier schon oder war das erst später? Boden, ist das Bodenfackel? Das ist wahrscheinlich Bodenfackel, ne? Okay, die nächsten Punkte auf jeden Fall da rein. Stimmt, wenn ich einen Steg mache, macht keinen Sinn, weil er zerstört wird. Du hast absolut recht, ja. Das könnte ein bisschen sinnlos sein. Gut, fangen wir an links mit Material. Oben leichten Kram rein. Zack. Machen wir. Hätte ich eigentlich auch direkt unterteilen können, ne? So, das machen wir später dazu. Das Feuer können wir mal setzen. Auch wenn die Gefahr ist, dass wir uns abfackeln damit. Denke ich, passt das ganz gut. Hier ist eine Rauchgasvergiftung. So, das können wir draußen stehen lassen. Das wird ja nicht zerstört. Die Kiste nehmen wir mit. Alles nehmen. Alles nehmen. Schwere Sachen hier rein und die eine Kiste stellen wir jetzt zum Feuer, oder? Man hätte sie drehen können, die Kisten, da hast du absolut recht, ja. So, können wir mal ausprobieren, wie das aussieht. Gucken. Wie Schnuppe, oder? Achso, man kann eine dritte oben drauf stellen. Das meintest du. Ah, haben wir die nicht noch dabei? Ne, die hatte ich neben das Feuer gestellt. Okay. Was haben wir hier drin? Das nehmen wir mal alles raus. Okay, und das können wir direkt zerstören. So, die war voll. Die ist noch leer. Okay. Und hier machen wir sowas wie... Ach ne, Essen mache ich hier drüben rein, würde ich sagen. Wären das und die Knochen mal jetzt erstmal da rein. So. Steine. Stöckchen. Stöckchen. Nüscht. Dann machen wir hier neben das Kopfteil prinzipiell Sauerstoff und die Kohle. Sehr schön. So, apropos Essen. Hunger. So, die Beeren werden wir so ein bisschen... uns dann aufteilen im Nachgang, aber das langt jetzt erstmal. Dann brauchen wir noch Wasser. Und jetzt würde ich sagen, setzen wir mal zum Ende der Folge, setzen wir mal einen der dieser Sender. Damit wir das auch mal gesehen haben. Dann seht ihr nämlich, wo man die hinsetzen muss. Hui. Hä, wieso ist da nur einer drin? Hä? Da waren noch drei drin beim letzten Mal. Ist das richtig? Ah, das haben sie verändert. Ich habe nämlich gestern schon mal reingespielt, um zu gucken, wie die neue Mission funktioniert. Und da war es so, dass drei Sender drin waren und auch schon drei Punkte angezeigt worden sind. Das haben sie anscheinend noch gefixt. So, Steine und Fasern. Das haben sie wohl verändert. So. Bevor wir den nämlich vergessen, den Wedler hier. Und unsere Hütte dann abfackelt. So, gehen wir da jetzt hin oder nicht?
Ich hätte gesagt, yo, gehen wir hin. So, wir machen uns mal eine Markierung, ist nämlich auch neu. Mit Doppelklick können wir uns eine Markierung setzen, die wir auch auf dem Radar oben sehen. Das macht es natürlich unheimlich leicht, hier sich dann durch das Gebüsch zu navigieren. Oder nicht unheimlich, aber es macht sich leichter. Ach, man braucht nur einen Sender für drei Standorte, okay. Ich habe gestern gestartet und habe, da waren drei Sender in der Kiste und die hätte man darauf verteilen können. Aber das war wahrscheinlich noch diese Prä-Version oder eine der ersten. Hoffe ich mal, dass da oben kein Bär auf mich wartet. Aber zur Not habe ich einen Schlafsack, also von daher... Da ist ein Bär. Oh, nicht dein Ernst. Echt? Oh, Mann. Chat spoilert mich wieder. Da ist ein Wolf. Zum Glück ist mit dem Messer ist man relativ überlegen gegenüber den Wölfen. Haben sie auch so ein bisschen abgeschwächt. Habe ich schon Punkte? Mir fehlen noch Punkte, ne? Ich kann jetzt keine Waffe oder so herstellen. Da ist noch Sauerstoff. Vielleicht werfe ich dem Bär einfach ein bisschen was hin. Ein Stück Fleisch und sage, hey, sind wir Freunde? Da ist ein Wolf. Ich habe genügend Ausdauer. Yo. Oh nein, nicht ruckeln. Noch jemand? Nö. Ah ja, wie beim Wurm. Das kennen wir ja vom Wurm. Der läuft doch ein bisschen unrund, oder? Ah, geil. Hey, Bär! Ah, hat mich erschlagen. Der Blödarschbär. Schade. Naja. Na, du kleiner Kacker. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.